Codewort ist Stadt brennt und dann Panzer Straße nahe. Na, wo haben wir's? Haus. So, und wir haben jetzt zweimal Ende. Probieren wir das. Ende. Okay, jetzt müssen wir... Schön, jetzt müssen wir das machen. Also. Wenn du den Telegrafen jetzt ver... Ah, nee. Nein, wir möchten ihn nicht verlassen. Mist. Ich habe die Länge des Tons falsch eingeschätzt. Naja, genau. Ich versuche dieses Wort noch einmal von vorne. Einmal verklickt hier. So, drücke kurz, um einen Punkt zu senden. Drücke länger und halte... Ach, länger. Linke los. Also ich habe gerade rechts aus Versehen gedrückt. Okay, also... Mist, schon wieder. Ich muss vorsichtiger mit der Länge des Tons umgehen. Das wäre jetzt richtig was für Benny. Für mich nicht. Oh nein. Noch ein Fehler. Was war denn jetzt der Problem? Ich muss mich mehr drauf einlassen und weniger denken. Ja, dreimal kurz. Also. Anscheinend langsamer. Ich brauche die maximale Konzentration und mentale Ruhe. Oder ich werde das nie schaffen. Wo ist das Problem? Was mache ich denn falsch? Ist es zu schnell hintereinander? Oh Mann. Eins. Sehr schön. Also kannst leider hier nicht schnell wegmorsen. Weil er wirklich zickig ist. Oh, jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt die Antwort. So, Benny, dann sag mir doch mal, was da steht. Du wirst es wahrscheinlich aus dem FF können. Weil Benny kann tatsächlich Morsecode. Ich nicht. Also, ich erlöse uns jetzt mal von dem Elend. Benny schreit bestimmt schon gerade jetzt die ganze Zeit beim Schneiden den Bildschirm an. Nach dem richtigen Wort. Was haben wir denn? Ja, so. Lalalalala, nimm Plus. Nein, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte das nochmal versuchen. Na, no. Oh no. Oh no. So, und jetzt Ende? Sie haben mich darum gebeten, eine Karte der Verteidigungslinie zu finden. Es gibt eine im Arbeitszimmer meines Vaters. Okay, cool. Dann schauen wir nochmal nach. Die Gotenstellung. Dann gehen wir noch ganz schnell wieder ins Haus rein. Wäre da vorne kürzer? Ja, da vorne wäre es kürzer gewesen. Aber egal. Wir gehen mal hier schnell lang. Im Arbeitszimmer des Papas. So, dann gehen wir mal hier schnell lang. Haben wir denn eigentlich noch... Haben wir noch was, Foto müssen wir noch. Entwickle das Foto und prüfe, ob es etwas Ungewöhnliches drauf ist. Ja, das müssen wir noch machen. Okay. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz schnell hoch und... Oder? Sollte man jetzt... Na, tatsächlich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man ganz oft an einen Punkt kommt, wo es so ein Point of No Return gibt. Irgendwie.
Und ja, nicht, dass wir das jetzt hier mit den Fotos verseiern. So. Der Gelbfilter. Wenn es schneien würde, wäre er perfekt. Schnee? Der Grünfilter, nützlich für Landschaften. Okay. So, dann werden wir mal schnell den Film entwickeln. Aber der Benni und ich, wir sind da schon an einer kleinen Lösung dran. Irgendwie, glaube ich, bei mir. Da ist das Grab, nach dem ich gesucht habe. Und der Geist eines Gefangenen, der genau wie die Frau in dieser Welt gefangen ist. Aber sie können sich nicht mehr treffen. Das Böse trennt sie. In das Album liegen, okay. Sieht ein bisschen aus, als hätte er gerade Verstopfen. Ist das leckt doch schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Okay, gut. Wir gehen mal weiter hoch. Und ins Zimmer von Papa. Oh nein, Tür ist zu. Hallo? Klingel? Oh, echt jetzt? Wir kommen doch mal ins Haus wieder rein, oder? Okay, gehen wir mal ganz schnell über den Keller wieder raus. Na gut, okay, dann hat sich der Umweg aber trotz alledem gelohnt, irgendwie, weil wir ja das Foto machen konnten. Und, oh, das Gitter ist offen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Am Zitronenbaum vorbei. Ey, bitte ist... Oh, nee. Das ist doch echt jetzt... Ist die Tür jetzt auch zu? Ich komme ja nirgendwo rein. Das ist doch Käse. Das ist ja totaler Käse, du. Wie komme ich jetzt bitte in das Arbeitszimmer? Wie komme ich bitte in das Arbeitszimmer? So, das ist irgendwie... Das ist jetzt doof. Muss ich vielleicht erst die Sache mit dem Geliebten machen? Okay, finde das richtige Grab. Okay, gut, dann muss ich anscheinend erst zum Friedhof gehen. Dann machen wir das jetzt erstmal fertig. So, und dann ging es ja hier oben sehr schnell Richtung Grab weg. Ne? Hier bin ich der Meinung. So, hier einmal durch. Und dann hier oben ist das Grab. So, und dann war es das in der Mitte. Genau das. So, was sollen wir jetzt hier machen? Und schau wie du. Buddeln? Oh, ein Kreuz. Wenn ich das trage, sollte ich in der Lage sein, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Mit diesem Objekt sollte sie mich hören können. Davon bin ich überzeugt. Genau okay. Wie die weiße Frau ist auch er in dieser Welt gefangen. Aber sie können nicht mehr zueinander finden. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Das Kleid, das ich an diesem verfluchten Tag in die Büsche geworfen habe. Es liegt schon ein paar Tage am See. Einer Welt, die sowohl meine als auch ihre ist. Hm. Okay, gut. Na dann, runter zum See. Und vielleicht noch ein Kleid suchen. Wer weiß. Ne, dieses Kleid muss irgendwo in den Büschen vielleicht liegen. Ja. Wo nur? Wo kann es nur sein? Okay. Den Lappen nochmal mitten in mir. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja. Mein Kleid. Das könnte das Element sein, das meine Welt mit der Welt der weißen Frau verbindet. Na dann. So, gibt es jetzt noch ein kleines Minispiel? Ja, natürlich. Wegen die Immersion. So, da ist die Insel, glaube ich. Dann tuckern wir mal hin.
tackert so total cool irgendwie links und rechts in den Kopfhörern jetzt hier. Oder ist hier irgendwas? So, okay. Das ist der ganze Stolz von Mannys Ehemann. Er hatte mich vor Jahren zum Fischen mitgenommen. Ich verstehe nicht, dass Mama es machte und mir nie erlaubt hat, es zu benutzen. Sollen wir hier nicht ran? Ach, auf der kleinen Pupsinsel gibt es hier wirklich noch einen Steg, ja? Das ist ja nicht wahr. Wofür? Wofür hat man sich hier die Mühe gemacht, einen Steg zu bauen? Das ist ein Quatsch! Okay, na dann. So. Schunkel, schunkel und wir sind on the island. Hallo, weiße Frau? Okay. So, was hier alles jetzt an dem Baum ablegen? Der Legende zufolge ist das der Baum, an dem der Geliebte gehängt wurde. Hm. Ah, tatsächlich? Wo hängt hier noch was? Sieht das mal nicht so aus. Was? Stimme wird schon ein bisschen, also die Stimmung wird schon echt spooky. Sehe ich da schon was im Wasser? Was war das? Was ist denn das? Das ist ein Film? Eine Filmrolle. Es ist die, die ich aus der Kamera genommen habe, kurz bevor ich Marthas Leiche entdeckt habe. Sie sollte Aufnahmen von vor diesem Zeitpunkt haben. Aha. Etwas Glück hat eine der Aufnahmen den Moment von Marthas Ermordung festgehalten. Dann werde ich endlich eine Antwort haben. Fall für Hercule Poirot. Ich werde sie so schnell wie möglich entwickeln, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der weißen Frau zu sprechen. Na, was denkt ihr? War es die Mutter? Waren wir es? Perspektive. Ich werde das Kreuz ihres Geliebten tragen, um sie anzulocken. Mach das mal nicht, ey. Oh Gott. Oh. Und wir schneiden uns natürlich ein paar Haare ab. Eine Haarlocke von mir, um in ihre Welt einzutreten. Ach. Ich werde die Tarotkarten benutzen, um mit ihr zu kommunizieren. Die ersten 10 werden wie bei Nanny verwendet. Sobald 2 Karten ausgewählt wurden, sollte es losgehen. Na toll. Na toll. Das wird jetzt gleich so in die Hose gehen. Oh nein. Ich meine, was erhofft sie sich jetzt davon irgendwie? Wenn sie jetzt mit der weißen Frau spricht, die wird ihr was sagen. Irgendwie. Ja? Du? Ich weiß, wer es war. Oh. Oh Gott. Du verbirgst dich in den Wäldern, um dich mir zu nähern. Du wärst eins mit dem Wasser, um auf dich aufmerksam zu machen. Du willst mit mir Kontakt aufnehmen, indem du die Energie der Symbole nutzt. Du nutzt meinen Schmerz, um mich zu rufen. Du bist ganz schön mutig. Du rufst mich auf der Suche nach Wissen, das ich nicht besitze. Nach Antworten, die ich nicht habe. Ich bin nur ein Gefäß, wie das Wasser, wie die Luft. Ein Gefäß, um sich zu bewegen und zu atmen. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich mich für 2 Karten entscheiden. Los geht's. Tja, für 2 Karten. Tja, das ist halt einfach Zufallsprinzip, ne? Nehmen wir mal die. Wie passend. Wie passend. Wäre auch interessant. Ist er die immer? Und... Die.
Die Tochter, das Haus, die Mutter. Die Tochter kommt aus dem Haus der Mutter, macht sich dann ein Zuhause und wird Mutter. Dieser Kreislauf ist durchbrochen. Um den Knoten zu lösen, suche nach dem Sohn. Er ist die Erbsünde, die sich in dir spiegelt. Derjenige, der dir das Licht gegeben hat, möchte es zurückholen. Sie möchte die Kontrolle haben. Stück für Stück zerbröselt sie dein Leben. Du musst sie aufhalten. Okay. Sind wir ein uneheliches Kind? Das würde ich jetzt mal so rausinterpretieren. Oder sind gar Martha und wir, also halt Julia, sogar beide uneheliche Kinder, weil wenn wir Zwillinge sind, sehr naheliegend wäre. Und quasi der Kuckucksvater, also der Kindesvater, der heimliche, will uns jetzt tot sehen? Das ist jetzt das, was ich da so rausinterpretiere. Alles sehr wasserlastig. Tja, und immer die. Ich spüre, dass du wissen möchtest, wer es getan hat. Ja. Aber ich kenne die Antwort nicht. Du musst es selbst herausfinden. Versuche niemals, durch die Vordertür einzutreten, wenn du das Herz erreichen möchtest. Deine Zwillingsschwester hat vielleicht die Antwort, nach der du suchst. Auch nach dem Tod hinterlassen wir Spuren, nicht wahr? Alles ist unbestimmt, wenn man das Wesentliche der Dinge betrachtet. Tja, okay. Cool. Der Spatz. Ein Teil unserer Seele umfasst die Menschen, die wir lieben, und wird dann von uns weggerissen, wenn diese Menschen verschwinden. Die Wunde ist tief und kann nicht geheilt werden. Der Glaube schwankt, der Tod macht Angst. Aber die Kirche bietet einen sicheren Ort. Sie ist die Mutter und das Zuhause für ihre Kinder. Der Glaube ist das Licht. Verliere es nicht, denn es wiederzufinden ist fast unmöglich. Ich habe ihn in der Trauer verloren und bin ohne Zeit in der Dunkelheit. Okay. Das sieht aus wie die weiße Frau. Und nehmen wir die um. Du hast keine Kontrolle über dich selbst. Es gibt eine dunkle Gestalt in dir. Die Wunden nähren sie. Sie tut dann Dinge, die du nicht willst. Sie wird deine Wünsche, deine Schuldgefühle und die dunkelsten Teile deines Gewissens benutzen. Nein, sind wir denn noch so ein bisschen schizophren oder was? Haben wir eine zweite, also so, haben wir, na, kurz wieder die bunte Frau, haben wir tatsächlich eine Persönlichkeitsspaltung? Haben wir doch vielleicht der Mörder von Martha? Du wirst nicht mehr in der Lage sein, Licht und Dunkelheit zu unterscheiden. Der Unterschied ist in der Trauer sehr subtil. Du bist allein und du wirst allein bleiben. Die Erinnerungen lassen dich im Stich. Sie sind deine einzigen wahren Gefährten.
Jetzt nehmen sie den Platz deiner glücklichen Kindheit ein. Und sie können zurückkehren, um dir Gesellschaft zu leisten. Oh, halt nicht kommen sehen irgendwie. Hat sich schon schnell ein Kreuz geholt, ey. Fies. Fies. Oh. Aber grundsätzlich frage ich mich jetzt halt schon irgendwie, wofür haben wir jetzt die weiße Frau kontaktiert? Letztendlich. Also. Wie? Was? Nein, wir sind. Nein! Okay. Wir spielen jetzt die weiße Frau? Wir sind jetzt in ihrem Reich. Na, ach so. Okay, gut. Dann hat sich wohl meine Frage damit so ein bisschen erübrigt. Oh Gott. Oh, jetzt sehe ich schon wieder diese schiefe Cello da im Hintergrund höre. Was sollen wir jetzt tun? Okay, jetzt sollen wir uns jetzt ein Opfer holen oder was? Was ist jetzt? Was ist zu tun? Sind wir denn immer noch Julia oder sind wir die weiße Frau? Oder sind wir vielleicht Mitch Buchanan? Aus Baywatch, wer weiß. So, was haben wir hier? Hier haben wir ein abgestürztes Flugzeug. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Hier ist ja richtig tief. Ich würde tatsächlich mal wirklich irgendwie versuchen, zum tiefsten Punkt runterzutauchen. Was tust du mir hier an den Arsch hier? Oder sollen wir nach oben tauchen? Kann ich jetzt auch auftauchen tatsächlich? Oder sollen wir einfach nur ins Licht? Oh Gott, wer macht denn hier unter Wasser eine Laterne an? Das ist ja Quatsch. Wahrscheinlich dient es uns jetzt einfach nur als Orientierungspunkt, wo wir hin müssen. Okay, wir können nicht auftauchen. Wir können nicht auftauchen. Können wir hier reinschwimmen? Gibt es hier irgendetwas? Was ist denn für Quatsch? Also irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass jetzt hier so eine scheiß Laterne unter Wasser ist. Irgendwie, also. Was? Wartet? Fasert dieses Ektoplasma hier von uns ab? Diese grüne Zeug? Können wir auch nochmal. Achso, das Einzige, was ich mal probieren kann, ist vielleicht, dass wir halt. Das klingt irgendwie abstrus, aber halt so die Glühbirne rausnehmen oder irgendwas. Okay, ich glaube, ich habe unser Ziel gefunden. Die Mucke ist mega geil dazu. Oh Gott. Krass. Schlüssel. Der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Ja, grundsätzlich ist die Frage erstmal, what the fuck, wofür ist dieser Schlüssel? Nein, ist für Marthas Schmuckkästchen? Ist es vielleicht für Marthas Schmuckkästchen? Und... Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an.
Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe, und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter, mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha. Na, das ist ein dicker Hund. Dieser ganze Wahnsinn, Martha. Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Na, das ist ja ein dicker Hund. Da hat sie nur so getan. Da hat sie nur so getan. Na, ich schnall ja ab. Also. Okay, dann schauen wir nochmal. Hier gibt es nichts. Ah, haben wir hier eine kleine, ein kleines Tonband versteckt. So, leg mal auf die Platte. Okay, wir sind jetzt Julia. Oder, nee, doch, wir müssen ja Julia sein. Also das ist ja Marthas Bett, das ist Marthas Schmuckkästchen. Und was soll mir jetzt tun? Ich muss dir sagen, dass ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. What? Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Deshalb liegt Julia quasi in ihrem Bett. Da hat Martha mit Lapo geschlafen. Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Der Schlingel, der sagt doch, wie kann ich euch denn auseinanderhalten? Wie geht denn das, dass keiner euch auseinanderhalten kann? Die Sau. Lapo, 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 la. So, legen wir hier hin. Legen wir oben hin. Okay. Ja, schau an. Also ist Martha schwanger gewesen dann. Das ist ja ein Ding, ey. Also wirklich. Na? Kannst du es? Ja, da. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen.
Ist aber cool, dass das halt so Retro-Perspektiv ihr zeigt, ihr gesprochen und gespielt wird irgendwie. Das macht das tatsächlich. Das ist tatsächlich sehr cool gemacht. Also die Umsetzung ist unheimlich gut in diesem Spiel, finde ich. Also ihr werdet ja auch merken, irgendwie, dass halt, also die Atmosphäre ist halt so ultra dicht irgendwie. Also krass. Einfach krass. Ich werde allein zum See gehen. Mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Boah, wieso, ey? Wieso? Wieso tut die das? Wieso tut die das ihrer Schwester an? Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Hallo, warum ist ja mein Schrank offen? Das ist aber komisch. Was ist denn hier nur los? In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. So, so warten die. Ja, wir sind an die Zone. Okay, dann schnappen wir uns noch schnell unsere Tasche und ab zum See. Aber die Tür geht nicht auf. Muss ich noch was mitnehmen? Warum geht denn die Tür nicht auf? Warum geht denn nicht zurück? Die Badekappe noch einpacken, aber noch einen Badeanzug oder wie? Achso. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Nein, es ist mir immer noch nicht möglich, das Zimmer zu verlassen. Ich muss anscheinend immer noch... Soll ich jetzt noch ein Bett machen? Nein. So, gibt es... etwas, was ich tun soll. Show me. Es war spät. Okay. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Ja. Und ich habe wie immer verschlafen. Letztendlich bist du wahrscheinlich zu spät gekommen, weil du dich halt einfach nur eine ich Stunde in einfach rauszugehen Zimmer aufgehalten hast. Und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Geh doch auch raus, bitte. Wäre jetzt krass gewesen, wenn die Mutter so vor der Tür gestanden hätte. Nein, du gehst nicht raus. Schade, dass wir hier nicht reinkommen. Okay, also wir machen jetzt to the sea. Und da wäre ich jetzt mal gespannt, sehen wir... Wir finden wahrscheinlich nur ihre Leiche, ne? Irgendwie. Oder sehen wir vielleicht von Weitem noch etwas? Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Ja, aber auch normal, früh. Ne? Zur Luftfeuchtigkeit. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Aber wir wissen doch noch ja nicht, ob es die Mutter war. Hallo? Achso, Ladebildschirm. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist,
müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Okay, also jetzt spielen wir quasi wieder die jetzt Julia. Neues Kapitel, der Friedhof. 6 Tage nach Marthas Tod, 20 Uhr. Und wir haben natürlich einen neuen Tagebucheintrag. Oh, krasse Bild. 21. Juli. Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Wie denn? Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Also es ist jetzt natürlich echt naheliegend, dass sie das denkt, aber wir wissen es nicht. Irgendwie, wir haben noch keinen Beweis dafür. Ne? Das ist jetzt alles nur Indizien. Klingt scheiße, aber ja, wir haben keinen Beweis. Oh, hier können wir ein Foto machen. Fast 5 deutsche Elite-Divisionen stehen den Truppen der 8. Armee gegenüber. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Pesa und rückten 2 Kilometer südlich von Montelungo vor. 400 ISO-Film. Er kommt bei der Aufnahme von Wolken und in Innenräumen voll zur Geltung. La Romola verlaufen, verstärkt. In der Nähe von La Romola wurde die Michelangeleske Villa der Familie E., in der sich General K. aufhielt, von der Artillerie bombardiert. Glücklicherweise waren der General und seine Familie zum Zeitpunkt des Angriffs nicht... Was ist los hier? Und wieder einmal war La Romola der Schauplatz einer anschaulichen Grausamkeit. Ein Bauernhof wurde gestürmt und die Tiere wurden gestohlen und getötet. Ja. Niemand hat die Verantwortung für diesen weiteren Akt... Das ist doch eigentlich, warte mal, korrekt billig, das haben wir ja schon. Entschuldigt bitte. Das war's. Hoffentlich wird das Bild deutlich. Super. So, das dürften wir ja schon x-mal gelesen haben. Das ist ja glücklich immer der gleiche Brief, oder? General Erich K. Ja. Neue Ja. Tatsächlich haben wir noch nicht probiert, mal eine andere Telefonnummer zu wählen. Oh, ist aber 20 Uhr, ist düster langsam, ne? Oh, neue Tarotkarten. Ich darf mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Sollte man generell nicht. Aber man ist auch nicht immer so außen vor davon. Der Teufel. Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Ach, interessante Interpretation. Da oben. Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Ja. Okay. Und noch die. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Der Tod. Der Tod. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Telegramm. Ich lege es in den Briefkasten. Schönen Tag noch. Alles klar. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? So. Sie haben Post. So, natürlich werden wir erstmal... Wie es für uns, ist uns geziemt. Die Neuseeländer erobern Tavernelle.
Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Achtet die Korps. 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Mhm, okay. Der Stern. Was haben wir denn? Bombenangriffe. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Poggibonsi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte: Da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Toll. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Ja, da gibt's null Toleranzgrenze. So, aber also, wir auf unserem eigenen Grundstück, sagt man, eine Telefonleitung durchkappen irgendwie, das hat's schon in die Nachrichten gebracht hier. In die Zeitung. So, was haben wir denn hier für einen Brief? Telegramm, meine ich natürlich. Liebe Frau Irene K., nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Oder vielleicht noch schlimmer, sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. Mhm. So, was war 0782? Da rufe ich jetzt mal an. Null? So, ihr Lieben, so funktionieren übrigens Wählscheiben. Von damals. 0782 war das, glaube ich. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, wie kann ich helfen? Hallo, wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der Sie wohnen, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Nein. Ich habe kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Mhm. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Rathaus. 6922 ist die Telefonnummer. Also. 6. 9. 2. Warte, ihr lacht. Der Bürgermeister, bitte. Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Mit dem Bürgermeister, Frage zur Annahmestelle. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags im Krankenhaus von Volterra. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Sehr hoch. Ja, hallo. Informationen verlangen. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau, das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird.
Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Scheiße. Verabschieden, auflegen. Naja. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Mist. Die sind schon auf dem Weg. Aber wir haben den Ballermann. Ihr kriegt die alle um! So, was haben wir hier noch? Haben wir den schon mal genommen? Wisst ihr schon gar nicht mehr. Gemeinde San Casciano. Ja, haben wir schon. Provinz Florenz. Sterbeurlaub. Haben wir schon. Haben wir schon. So, okay, alles klar. Denn mal fix runter. Film entwickeln. Wieder einmal. Mother. Jetzt in die Dunkelkammer? Nicht, wenn sie in der Nähe ist. Scheiße. Ich muss mich so weit wie möglich von ihr fernhalten. Ich könnte stattdessen auf den Friedhof gehen, um herauszufinden, ob Martha tatsächlich schwanger war. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Die wird doch jetzt hier nicht auf diesem kleinen ollen Krepelfriedhof liegen, oder was, oder? Oh, mein Fahrrad ist wieder zurückgestellt worden. Die Gotenstellung könnten wir jetzt nochmal durchfunken. Machen wir das schnell? Machen wir das. Ist eigentlich, wir sind relativ weit weg von Mutter. Blöde Schnapfe. Ja, Alter, der hat die erstmal schön in der Psychiatrie einen schönen Betrag rüberwachsen lassen, irgendwie, damit sie uns schön vergessen an unten erzähle, ey. Ach, der Schatten ist ja cool. Diese blöde Mistkuh. Und was ja wirklich krass ist, dass sie jetzt zu uns unterwegs sind. Irgendwie, das heißt, ab einer gewissen Stelle. Oh, da oben war ich noch nie. Mann. So, okay, schauen wir doch erstmal hier. Laut Oma war das eine alte Windmühle. Sie ist schon ewig verlassen. Sie hat mir früher immer eine Gänsehaut bereitet. Aha. So, ich musste mal ganz kurz bei mir. Oder nee, kannst du ja anders machen. Macht er nicht? Macht er nicht. Ist ja blöd. Da muss ich mal hier bei mir ganz kurz mal eine kleine Einstellung am Rechner, am Monitor machen. Was jetzt doch ein bisschen dunkel war. So, okay. Entschuldigt bitte. So, kommen wir hier rein? Nee, hier kommen wir nicht rein. Oh, ein Mondfeld. Oh, wie geil. Wie so ein Stumpfling, der noch nie im Mondfeld gesehen hat. Oh, geil. So, hier haben wir die Nachricht. Toskana. In ganz Italien kämpfen die Menschen gegen die deutschen Invasoren. Mehr als ein Drittel Italiens wurde bereits von diesem verhassten Eindringling befreit. Wir wissen, dass ihr viel tut, um zu verhindern, dass die Deutschen ihre Macht über euch stärken. Der Tag eurer Befreiung rückt näher. Eure Freiheit ist euch sicher. Eure Region ist in diesem Befreiungskrieg von größter Bedeutung. Behindert die Deutschen, indem ihr euch weigert, mit ihnen in irgendeiner Weise zu kooperieren. Die Transportmittel sind essentiell für die deutschen Truppen und ihre Versorgungsgüter. Eure Region ist das Zentrum des Verkehrsnetzes südlich der Apenninen. Das Dreieck La Spezia, Florenz, Livorno ist von großer Bedeutung für die Deutschen und ihre Hoffnung, das Joch über Italien aufrechtzuerhalten. Toskana, verdoppelt eure Anstrengungen. Der Tag der Befreiung rückt immer näher. Vereinigt euch und gebt euer Bestes, um eure Befreiung zu beschleunigen. Viva la Revolution. Oh, ist das schön. Mann, sieht ja toll aus. Italien ist so geil, ey. So, okay. Also wir haben es noch hier gefunden. Irgendwo ist es versteckt. So, ich gehe mal noch ganz kurz. Seltsame Notiz. Ja, das ist die Gotenstellung. Mache einen Abzug von dem Foto. Ja, mach einen Abzug von dem Foto. Und das muss ich dann wahrscheinlich hier hinpacken. Naja. Ach, wie schön, ey. Bin ich nur am Schwärmen. Okay, gut, dann gehen wir jetzt nochmal auf den Friedhof.
Aber die können doch jetzt nicht wirklich da diese Ding mit drei Grabsteinen hier meinen, ja. Detail, das kann es doch nicht sein, oder? Wo ist denn hier der Friedhof? Vielleicht rufe ich den Friedhof einfach mal an. Vielleicht, die sagen mir denn die Adresse. So. Da gehen wir einfach nochmal rein. Ja, ich hab's letztes Mal schon erwähnt, irgendwie tatsächlich ist der Reiz hier mit diesen Häschen langsam Drahtesel rumzujuckeln irgendwie echt nicht groß. Das macht nicht so viel Spaß. Und vor allen Dingen bringt es auch zeitlich überhaupt nichts, irgendwie, dass ich jetzt... Wow, jetzt geht's aber mal schnell vorwärts. Nüchte. Einfach nüchte. So, okay, gut. Dann rufen wir nochmal einen Friedhof an. 6537. 6. 5. 3. 7. Mann, was das an Telefonkosten sind. Wahnsinn. Wer ist da? Hallo, hier ist Irene K. Ja und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Suchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Warum sucht sie nach ihm? Er muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. So, was haben wir denn noch? Don Attilo könnte Mama anrufen. Aber der steckt so ein bisschen unter einer Decke mit Mama. Na, vielleicht verplappert er sich. Ich glaube jetzt nicht, dass er uns jetzt für unsere Mutter hält. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es einfach mal. Ja, hallo. Hier ist Don Attilio. Vater, du musst Gerechtigkeit für Lapu erreichen. Du weißt, dass es nicht wirklich er war, der Martha getötet hat. Ich weiß, dass es nicht Lapu war. Und Ihr Vater weiß das auch, glauben Sie mir. Aber ich kann nichts tun. Wir leben in finsteren Zeiten, mein Liebes. Komm schnell zu mir und wir werden darüber sprechen. Ja, weiß ich nicht. Denke nicht, dass ich zu ihm hier...